Ich war mal überlegen mit Mikrofon, aber ach, ohne Geschmack. Ganz so gut. Ja, ohne Mikrofon. Ne? Sie sehen an unseren Schildern, die Familie ist gewachsen. Jetzt sehen wir mal so alle nebeneinander, wie viel Bergisch Hoch 4 Leute wir jetzt doch schon sind. In diesem Arbeitskreis E-Bike sind wir gemächtig gewachsen. Ich darf erstmal hier begrüßen die Bürgermeister in Vertretung Herrn Loskin. Also mit dem erweiterten Vorstand ist Herr Schumacher heute mitgekommen. Die Elke, Projektleiterin, hat heute einen privaten Termin. Mutter wurde 80, ist ihr nachgesehen, dass sie nicht hier ist. So, ich bin die Vorsitzende, daher übernehme ich die schöne Aufgabe, dieses E-Bike-Projekt hier Ihnen heute zu präsentieren. Wir haben dann ein Thema angefasst, was eigentlich hier ja nicht aus der Region typisch ist, denn Radfahren hat man hier in der Region eigentlich immer gemieden, gesagt, das ist kein Thema für hier die Gegend. Wir haben es Ihnen ja angepackt und selber Spaß dran bekommen, was wir da alles sehen. Radfahren also im Bergischen gibt also neue Dimensionen, ist ein neues Erleben. Mit eigener Kraft, unterstützt von einer ausgeklügelten Technik, Fahrradfahren ist hier keine Mühsal mehr, sondern ist eigentlich ganz cool. Die Welt im wahrsten Sinne zu erfahren, durch die frische Luft durch die frische Luft zu fahren und dann den Körper ganz anders zu spüren, das haben wir jetzt mehrmals oder Jahre, ich fahre schon anderthalb Jahre E-Bike, erfahren und das steckt an. Ja, das ist so ein Bacillus. Also manche, die einen belächeln, sagen, wie du fährst schon E-Bike, die fahren dann mal mit und auf einmal sind sie auch am Fahren. Ja, also es ist irgendein Bacillus dabei, den kann man erst beschreiben, wenn man ihn selber also erlebt hat. Darum auch an die Einladung an Sie, dass Sie selber heute die Gelegenheit wahrnehmen und E-Bike testen. Hier kommt natürlich einmal das E-Bike-Fahren dazu, noch die Bereicherung, dass wir hier die Landschaft erfahren. Die Landschaft, die hier sehr schön ist, und dann ist unser Ziel, ist der Weg. Der Weg ist das Ziel, mit dem E-Bike Themenrouten erfahren, die wir hier erarbeitet haben. Ja, Herr Ader. Fisch aus Fritz. Okay, Sie waren Erster, aber Sie haben öfter gehackt mit. Ich bin ja auch Beamter. Vielen Dank dafür, gerne, großartig. Gerne. Was war denn einfacher, mit dem E-Bike oder mit dem Mountainbike? Also ich denke, das E-Bike ist einfacher, muss man einfach sagen. Warum zittern die Beine? Ich habe das gemerkt, am Start hatte ich Vorteile. Ja. Die Frau von Radio Rhein-Bonn, ist man als Radiomoderator nicht richtig fit? Doch, na klar, ich bin von Bonn hierher gejoggt. Wahrscheinlich habe ich mich unterwegs verausgabt. Das stimmt nicht. Ich habe gesehen, als ich wegfahren wollte, oder Sie dachten, ich würde wegfahren, wollten Sie Ihr Auto parken. Also jetzt haben Sie mich belogen. Nein, das war nicht mein Auto. Den habe ich da vorne gefunden. Das war ein Kollege, danke. Also ich muss fairerweise sagen, ohne elektrische, ohne Akkuunterstützung hätte ich nicht gefahren.